Wir zeigen, wie bei einem BMW M3 E36 S50 B32 Motor der Zylinderkopf komplett zerlegt wird, Ventilschaftdichtungen erneuert, Ventile eingeschliffen und mit neuer Zylinderkopf wieder komplettiert werden. Zunächst drehen wir mal den Zylinderkopf auf die Lichtflächenseite um. Der Zylinderkopf ist jetzt schon komplett zerlegt, alle Ventile sind ausgebaut. Und wir haben als allererstes die Dichtflächen schön vom Dreck befreit, von den Dichtresten und dann mit etwas gröberem Schleifpapier vorgereinigt und danach mit feinerem Schleifpapier komplett geglättet. Als nächstes werden wir die Ventile einsetzen und ein Ventil nach dem anderen neu einschleifen, dass die Ventilsitze mit den Ventilen wieder schön dicht sind. Man sollte auch auf jeden Fall die Brennräume von den alten Ablagerungen befreien. Das kann man einfach mit einer Drahtbürste als Aufsatz für eine Bohrmaschine machen. Dann sehen die Brennräume nachher schön gereinigt aus. Und wenn man noch Lust hat und Spaß daran hat, kann man auch die Ausgangskanäle von dem alten Dreck befreien. Mit einem einfachen Aufsatz für eine Bohrmaschine zum Beispiel. Der wird eingespannt und dann sieht man schon hier, wie sich die Ablagerungen lösen, was auch wieder ein klein wenig an Leistungszuwachs bringt. Wenn man die Ventile schon alle ausgebaut hat, dann empfiehlt es sich immer, die Ventilrückstände mit einem Schleifpapier vom Ventil abzudrehen. Dazu spannt man die Ventile einzeln alle in eine Standbohrmaschine ein und schleift es mit einem ersten groben Schleifpapier die Ablagerung weg von oben und von unten und danach mit einem feineren und am Schluss mit einer Politur. So, dann schalten wir die Maschine ein. Fangt unten an und sieht, wie viel Dreck sich da vom Ventil löst, alte Ablagerung. So sehen die Ventile noch im verdreckten Zustand aus. Oben sieht man schon gereinigte Ventile. Und jetzt werden die Ventile vom alten direkt befreit. Ende sehen die Ventile dann so aus. Die Kanäle der Einlass- und Auslassöffnung kann man, wenn man ein bisschen Spaß dran hat, auch noch in diesem Zuge gleich auf Hochglanz polieren, wie man es hier schön sieht. Dann hat man den Vorteil, dass man ein paar PS mehr hat und die Arbeit nicht ganz umsonst gewesen ist, dass man den ganzen Zylinderkopf zerlegt hat. Dazu werden einfach die Kanäle vorab mit einer Maschine vorbearbeitet und am Schluss mit Schleifpapier auf Glanz gebracht. Die Ventilschaftdichtungen werden ebenfalls ersetzt. Dazu wird von der Unterseite jeweils immer ein Ventil in die Ventilführung geschoben. In dem Satz für die Ventilschaftdichtung ist jeweils so ein Präservativ enthalten, damit der beim Aufsetzen die Ventilschaftdichtung nicht Schaden nimmt. Und dann wird es mit einem Spezialwerkzeug vorsichtig auf dem Ventilschaft aufgeklappt. Bis es dann bündig aufliegt. Und dann können die Ventilfedern übergeschoben werden und der Zusammenbau des Kegels oben werden dann eingesetzt.
Nachdem die Ventilschaftdichtungen wieder eingebaut worden sind, werden die Ventilfedern eingebaut. Die werden einfach über den oberen Teil des Ventils aufgesetzt. Und zum Fixieren muss man mit einem Spezialwerkzeug, mit einem Hebel, den oberen Teil der Ventilfedern herunterdrücken, was mit diesem Hebel hier geschieht. Und dadurch kann man dann oben den Kegel einsetzen. Was man jetzt sieht, beim Herunterdrücken wird die Stelle frei und oben kann der Kegel eingesetzt werden. Das ist ein bisschen Kraftaufwand und ist am besten nur mit zwei Leuten zu machen. Jetzt ist der Zylinderkopf wieder komplett zusammengebaut. Alle Ventile befinden sich an der richtigen Stelle. Die Ventilfedern sind montiert mit den Kegeln im oberen Bereich. Und sobald der Kopf auch komplett von allen Dichtungsresten befreit ist, kann man sich daran machen, den Zylinderkopf auf den Motorblock zu montieren. Als Zentrierung für die Zylinderkopfdichtung befinden sich im hinteren Teil und im vorderen Teil jeweils eine Passhülse, die am besten erneuert werden soll. Die wird vorsichtig mit einem Hammer hineingeschlagen. Vorher hat man sie mit einer Zange herausgedreht. Hier sieht man die vordere. Diese beiden Hülsen dienen als Zentrierung für die Kopfdichtung, die als nächstes auf den gereinigten Kopf aufgelegt wird. Wichtig ist, bevor man den Zylinderkopf montiert, dass die Bohrungen von den Zylinderkopfschrauben komplett befreit sind vom alten Frostschutz und altem Öl, weil sich sonst beim Festziehen der Kopfschrauben das Öl nicht nach oben verteilen kann und ein zu hoher Druck nach unten entsteht. Das Öl oder der Frostschutz würde zusammengepresst werden und man könnte nicht mit dem richtigen Drehmoment die Kopfschrauben festziehen. Dazu am besten vorher die Bohrungen mit Luftdruck reinigen und danach nochmal, um sicher zu gehen, einzeln die Bohrungen mit einem Tuch säubern vom alten Öl, vom alten Frostschutz. Erst dann setzt man die Zylinderkopfdichtung auf den Motorblock auf. Jetzt kann die Zylinderkopfdichtung auf den Motorblock aufgesetzt werden. Dazu wird sie über die Kette hindurchgezogen. Die Kette muss nach oben gereicht werden. Und dann die Kopfdichtung über die Passhülsen hinüber vorsichtig heruntergedrückt. Und somit ist die Kopfdichtung eigentlich auch schon montiert. Die Kette legt man wieder nach unten zur Seite. Und wichtig ist es dabei, dass man jetzt schon sicher ist, dass der Motor auf OT, auf oberen Totpunkt steht. Sieht man gut, dass die erste und sechste Zylinder jeweils ganz oben stehen und abgesteckt sind mit einem passenden Werkzeug, der den OT-Bereich hier unten sichert. Sobald der Zylinderkopf montiert ist, ist darauf zu achten, dass auf der Unterseite ein Anschluss für die Sekundärluftpumpe mit einer Dichtung befestigt werden muss. Dabei ist zu beachten, sobald der Zylinderkopf aufgesetzt wird, dass vorher die Dichtung an der richtigen Stelle leicht aufgeklebt wird und dann wird der Zylinderkopf mit dem Schlauch verbunden mit zwei Zehner Muttern. Das ist ganz wichtig, wenn man beim Aufsetzen den Zylinderkopf montiert, dass man gleich an dieser Stelle die zwei Muttern befestigt und die Dichtung vorher drauf. Überhalb vom Getriebe ist eine Wasserrohrleitung, die seitlich am Kopf mit einer Halterung befestigt ist. Daran befindet sich auch eine Masseleitung, die dann am Zylinderkopf oben auch befestigt wird. Dazu wird nur eine einzige Zehnerschraube seitlich am Zylinderkopf hinten festgeschraubt. Die hält, wie gesagt, dieses schwarze Wasserrohr hier, das dann vorne auf der anderen Seite zum Zylinderkopf zurückläuft. Und zeitgleich ist auch in der Beschraubung die Masseleitung für den oberen Zylinderkopfdeckel befestigt. Wenn der Zylinderkopf montiert ist auf dem Motorblock, werden die Zylinderkopfschrauben
zusammen mit den Beilagscheiben in die Bohrung eingeführt und erst einmal lose mit der Hand festgedreht, sodass alle Schrauben im Kopf vormontiert sind. Und danach ist es wichtig, die richtige Reihenfolge und die Anzugsdrehmomente für die Zylinderkopfschrauben einzuhalten. Wichtig ist es, dass man beim Festziehen des Zylinderkopfes mit den mittleren Schrauben beginnt, von der Mitte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Die Vorgänge durchführt, somit dass der Zylinderkopf von innen nach außen festgezogen wird. Angefangen wird mit 30 Newtonmeter Fügemoment. Danach werden jeweils in zwei Durchgängen 90 Grad Drehwinkel benutzt. Unten sieht man schon, dass der Fächerkrümmer schon vormontiert ist. Der wird am besten von unten an den Zylinderkopf herangeschoben und dann mit den Dichtungen auf die einzelnen Bolzen geschoben und dann festgeschraubt. Das war der erste Durchgang mit 30 Newtonmeter. Jetzt wird die Reihenfolge nochmal genauso gemacht mit einmal 90 Grad Drehwinkel und dann noch einmal 90 Grad Drehwinkel. Nachdem der Zylinderkopf richtig festgezogen ist mit allen Drehmomentwerten, wird als allererstes, damit man es ja nicht vergisst, im hinteren Bereich des Zylinderkopfs eine Wasserschlauch wieder montiert. Die befindet sich, wie gesagt, hier hinten im hintersten Bereich und geht hinüber zum Wasserventil. Man kann es wahlweise am Wasserventil direkt abschrauben oder eben wie bei uns in unserem Fall gemacht direkt am Zylinderkopf. Und danach kann mit der Montage der Sauganlage begonnen werden. Bevor die Sauganlage jetzt montiert werden kann, müssen wir auf jeden Fall alle kleinen O-Ringe von der Sauganlage austauschen. Man sieht sie also hier, ist schon ein neuer eingelegt. Am besten tut man sie mit ganz wenig Kleber, Hylomar, festkleben, damit sie beim Montieren nicht runterrutschen kann. Und danach kann die Sauganlage schon montiert werden. Überhalb vom Fächerkrümmer befindet sich ein Wärmeschutzblech. Das kann man jetzt wunderbar festmachen mit 6 10er Schrauben und jeweils einer Beilagscheibe. Dazu wird das Blech einfach über den Krümmer gestülpt und dann mit den 6 Schrauben festgezogen. Die Sauganlage ist jetzt soweit montiert. Hier gibt es ein paar Kleinigkeiten, auf die man aufpassen muss bei der Montage. Zum einen befinden sich zwei Unterdruckschläuche an der Sauganlage. Jetzt hole ich am besten ein Licht. Ein Unterdruckschlauch sieht man hier. Der geht genau hier drauf. Und der zweite ist versteckt von der anderen Seite, unterhalb der Sauganlage. Befindet sich im hintersten Bereich, nämlich genau hier. Der geht unterhalb der Sauganlage hinauf und geht dann zurück an diesen Unterdruckschlauch. Immer darauf aufpassen, möglichst alle Schläuche erneuern, wenn sie porös sind. Und dann wird die Sauganlage mit den Muttern befestigt. Und die Kraftstoffleitung, die einmal hier oben durchgeht, man sieht sie nach oben hier rauskommen,
und die andere auf der Rückseite werden dann richtig montiert. Unterhalb der Sauganlage erkennt man gut den Leerlaufregler, der sich hier befindet. Dazu geht ein Schlauch nach oben unterhalb der Unterdruckleitung, wird dieser festgemacht, mit einer Schelle festgezogen. Und der andere Schlauch kommt dann erst zum Einsatz, wenn die Sauganlage komplett montiert wird. Hier unten haben wir auch schon die andere Leitung verlegt, vorverlegt sozusagen. Die Anschlüsse für den Kraftstoff sind schon festgemacht. Und jetzt wird als nächstes vorne das Benzinrohr aufgesteckt. Dazu werden die Einspritzventile jeweils hier in die Sauganlage von oben her eingeführt. Und rechts und links sieht man hier die Anschlüsse für die Spritzufuhr. Das ist der zweite. Das Ganze wird jeweils mit 10er Schrauben hier befestigt. Wichtig ist, dass jetzt schon auf der anderen Seite vom Motor alle Leitungen richtig vorverlegt werden. Wie gesagt, hier Leerlaufregler, einer geht nach oben, einer geht nach vorne zur Sauganlage. Hier unten Kurbelgehäuseentlüftung, geht einer nach oben, der wird dann später unterhalb von dem anderen Kopf montiert, von dem Steuergehäusekopf. Und den Wasserschlauch haben wir vorher schon vormontiert. Für die Kurbelgehäuseentlüftung muss eine Schraube befestigt werden, die zeitgleich auch als Halterung für den Kraftstoffschlauch dient. Dazu wird die einfach eingeführt, mit zusammen mit der Kurbelgehäuseentlüftung und dann festgezogen. Das Thermostatgehäuse wird als nächstes montiert. Dazu wird seitlich der Stutzen an den Zylinderkopf herangeschraubt, die Dichtung wird vorher gewechselt und hier vorne sieht man schönes Thermostat, das jetzt komplett noch beweglich ist. Das neue Thermostat haben wir schon eingesetzt. Jetzt wird das Thermostat erst auf die Schrauben drauf geschoben und dann wird das Rohr zusammengeschoben. So, und dann wird das Thermostat mit der Halterung von oben her mit 3 Schrauben festgeschraubt. Das Thermostat wird oben mit 3 langen Schrauben befestigt. Darunter befindet sich eine Halterung. Dazu wird die Halterung zusammen mit den Schrauben von oben her ins Thermostatgehäuse eingeschoben. Und man kann gleich auf der anderen Seite von dem Wasseranschluss den Stecker schauen, ob er richtig rummontiert ist. Und dann ist unten noch an dem Thermostatausgang eine Befestigung mit der Schraube zusammen fixiert am Zylinderkopf. Von oben hier sieht man jetzt schon das Thermostat, wie es eingebaut ist. Den O-Ring haben wir vorher getauscht. Dazu hat man vorher noch die Halterung von dem Drosselklappenpotentiometer rausgebaut, der danach, wenn das Thermostat befestigt ist, wieder eingebaut wird. Der Drosseltappenpotentiometer wird jetzt wieder montiert. Dazu sind einfach nur 2 Imbusschrauben von vorne zu lösen und die Halterung komplett mit dem Poti kann runtergezogen werden. Nachdem das Thermostat dann wieder befestigt ist, kann das Poti dann wieder an der Sauganlage befestigt werden. Die Einspritzleiste mit den Einspritzventilen ist gerade eingebaut worden, befindet sich hier. Hier sieht man die einzelnen Ventile. Dazu wird von unten her jeweils auch die Rücklaufleitung und die Vorlaufleitung vom Kraftstoff an den richtigen Stellen von unten hineingedrückt. Ganz wichtig ist am besten alle O-Ringe von den Einspritzventilen oben und unten und auch von den Kraftstoffleitungen erneuern. Und die Leiste selber wird nur mit 2 10er Schrauben an der Sauganlage positioniert und danach festgeschraubt.
An den Einspritzventilen befindet sich oben jeweils eine Sicherungsklammer. Die wird, nachdem die Einspritzleiste über den Ventilen komplett montiert worden ist, auf die Einspritzventile draufgeschoben. Dabei ist darauf zu achten, dass es hörbar einrastet und klickst. Jetzt können wir endlich den Steuerdeckel auf den Zylinderkopf montieren. Dazu ist es ganz wichtig, dass vor der Montage alle O-Ringe erneuert werden, die sich jeweils an den Zündkerzenschächten befinden. 6 Stück. Am besten wieder mit Hylomar vorsichtshalber etwas festkleben. Und auch wichtig, hier befinden sich 2 kleine schwarze O-Ringe, einmal hier in der Mitte und einmal hier im unteren Bereich. Auch wieder mit Hylomar befestigen. Und dann kann der Steuergehäusedeckel auf den Zylinderkopf montiert werden. Vorher muss der Steuergehäusedeckel aber mit einer Silikondichtung, Dichtmasse, komplett an den Außenkanten beklebt werden, damit die Dichtung dann auf den Kopf dementsprechend gut abdichtet. Hier sieht man jetzt die Silikondichtung auf dem Steuergehäusedeckel, die schön an den Außenkanten verstrichen wird. Dabei ist wichtig, dass man wirklich sorgfältig arbeitet, sonst hat man später Ölverlust an den Stellen und die ganze Arbeit war umsonst. Jetzt ist der Steuergehäusedeckel montiert und die Befestigung erfolgt mit 12 7er Imbusschrauben, die jeweils im äußeren Bereich eingeschraubt werden und dann mit 15 Newtonmeter festgezogen werden. Als Vorsichtsmaßnahme haben wir hier ein Tuch hineingelegt, das in den Kettentrieb vorne nichts hineinfallen kann. Sonst müsste man die Ölwanne auch noch abbauen. Von der Kurbelgehäuseentlüftung führt ein Schlauch unten an den Zwischenkopf. An dieser Stelle wird dieser Schlauch von unten her befestigt, am Zwischenkopf, eine Imbusschraube. Von der anderen Seite sieht die Sache so aus. Hier unten ist das Kurbelgehäuseentlüftung, geht hier oben der Schlauch hinauf und wird hier unten festgeschraubt. Jetzt können die Tassenstößel wieder eingesetzt werden. Dazu werden zuerst die Zylinderwände von den einzelnen Tassenstößeln mit Öl befeuchtet. Und ganz wichtig auch die Tassenstößel selber auch. Schön verschmieren, damit es danach keine Probleme gibt beim ersten Kaltstart, dass an der richtigen Position überall ein bisschen Öl ist. Ganz wichtig ist, alle Tassenstößel wieder an der Stelle einbauen, an der man sie vorher ausgebaut hat. Sonst stimmt das Ventilspiel vorne und hinten nicht mehr. Verschmieren und an die gleiche Position einbauen, an der es vorher war. Ein bisschen hin und her bewegen, bis der Stößel im Zylinder fast von selber heruntergeht. Die einzelnen Lagerdeckel werden jetzt vorher schon mit Öl beschmiert, damit die Nockenwelle nachher, wenn sie läuft, bisschen vorgeölt ist, und danach wird erst die Einlassnockenwelle aufgelegt und die Kette wird auf dem Zahnkranz der Einlassnockenwelle montiert, also vormontiert. Aber wichtig ist es vorher, dass alle Lagerdeckel der Nockenwelle zumindest ein bisschen Öl abbekommen. Die Einlassnockenwelle ist jetzt aufgelegt auf den Zylinderkopf in die einzelnen Lager hinein, noch komplett lose, und es können jetzt schon die ersten Lagerdeckel
von der Nockenwelle aufgelegt werden. Ganz wichtig, auf den Lagerdeckeln steht jeweils E für Einlass, A für Auslass. Und wie man hier sieht, sieht man hier das E. Erste hat keine Nummerierung, dann geht es weiter mit E2, E3, E4, E5 bis hinter dem letzten E6. Und dann bräuchte man normalerweise das Spezialwerkzeug zum Niederdrücken der Nockenwelle. Das kann aber auch bei vorsichtiger Montage Stück für Stück mit dem normalen Werkzeug heruntergedrückt werden. Wichtig ist nur, dass beim Einsetzen die Nocken mittig, wie jetzt in dieser Position, eingebaut sind. Die Auslassnockenwelle ist jetzt schon an dem bestimmten Platz eingebaut worden mit den Lagerschalen, die oben drüber vormontiert werden. Man sieht, vorne ist auch schon die Kette über den Getriebe der Auslassnockenwelle gelegt worden. Und bei der Einlassnockenwelle liegt sie einfach überhalb dem Rad, ohne Montierung, einfach lose. Jetzt werden gerade die Lagerdeckel von 1. bis zum 7. vormontiert mit den 13er Muttern. Und dann wieder ganz vorsichtig die Nockenwelle Stück für Stück von vorn nach hinten nach unten gedrückt. Jetzt wird die Auslassnockenwelle auf die richtige Position gebracht. Dazu wird die Nockenwelle am Sechskant hier mit einem 24er Gabelschlüssel so lange bewegt, bis diese Nut hier auf der Nockenwelle übereinstimmt mit dieser Nut auf dem Lagerdeckel Nummer 1 auf der Auslassseite. Das gleiche Spiel wie bei der Auslassnockenwelle wird jetzt auch bei der Einlassnockenwelle gemacht. Dazu wird wieder mit dem 24er Gabelschlüssel an der passenden Stelle an der Nockenwelle die Nockenwelle auf die Nut gedreht. Allerdings in diesem Fall bei der Einlassnockenwelle muss die Nockenwelle ein Stück über die Nut drüber gedreht werden, etwa 10 Grad. Gleich passt sie überein. Und jetzt noch ein Stück und dann ist die richtige Position erreicht. Jawohl, das passt. Bei der Einlassnockenwelle wird jetzt das Zahnrad über die Nockenwelle drüber geschoben. Vorher wird die Kette schräg auf das Zahnrad gesetzt und dann einfach lose über die Nockenwelle geschoben. Dazu wird dann ganz wichtig, dass man auf diese Langlöcher hier schaut. Die sollten genau mittig zu der Kante von dem Warnersteuergehäuse liegen. Das ist dann, erleichtert dann hier den Einbau der Schrauben. Die Halbringe auf der Einlassseite der Nockenwelle werden über die Nockenwelle hinübergestülpt. Die sind unten offen, die kann man auseinandernehmen und dann hinter dem Kettenrad hier montieren, sodass die jetzt noch frei beweglich sind, dass man später dann die Schrauben damit befestigen kann. Jetzt wird die Zahnnarbe von der Einlassnockenwelle in die Einlassnockenwelle eingeführt. Dabei aufpassen. In der Zahnnarbe befinden sich Scheiben, zwei Stück, die sollen nicht rausfallen beim Montieren. Also vorsichtig von oben her in die Nockenwelle der Einlassseite einführen, bis die schön einrastet. So sieht die Warnos jetzt aus, wenn Nockenwellen beide eingebaut sind und die Zahnräder auf der Einlassseite und Auslassseite ebenfalls aufgelegt sind, zusammen mit der Kette. Wichtig ist, dass hier bei der Auslassseite das Zahnrad in dieser Position eingebaut ist, dass es von oben her eine Lücke hat. Und auf der
Einlassseite sind die zwei obersten Schrauben lose befestigt, sodass man auch noch hier die Zahnnarbe hin und her bewegen kann in den langen Löchern. Dabei ist es aber wichtig, dass man auch an der hinteren Seite, ganz schlecht zu sehen, hier ist dieser offene Ring, an dem die Schrauben von vorne reingesteckt werden. Der ist auf einer Seite geöffnet und man muss die zwei ersten Schrauben erwischen, dass die dann auf der vorderen Seite sozusagen hier die Öffnung ist. Und dann gehen die Schrauben der Reihe nach zwei Stück hier. Die nächsten zwei kommen dann hier beim Drehen da auf der Position rein und die letzten zwei auf der Position. Von der hinteren Seite sieht man noch einmal, wie die Position sein muss von der Schraube. Die Imbusschrauben, die müssen halb verdeckt sein. Und sobald man jetzt die Zahnnarbe bewegt, ist die Schraube hier unten zugänglich. Jetzt ist sie halb verdeckt. Sobald man sie in die andere Richtung dreht, ist sie jetzt unten zugänglich. Ganz wichtig ist wieder, beide Zahnnarben nach rechts zu setzen, bevor man dann die Vanus einbaut. Rechtsanschlag hier, Rechtsanschlag da. Danach kann man mit dem Einbau des Kettenspanners weitermachen. Der befindet sich hier unten. Und dann kann auch schon überprüft werden, ob die Steuerzeiten mit dem Spezialwerkzeug der Einlassnockenwelle und der Auslassnockenwelle in der richtigen Position sind.